Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es bei den Schalke News logischerweise um den FC Schalke 04, aber besser gesagt um die Verteidigersuche auf Schalke. Denn Schalke will den Kader umkrempeln und vor allen Dingen in der Verteidigung wird sich wohl einiges tun. Wir gucken heute also darauf, denn zwei neue Innenverteidiger sollen ja kommen. David Wagner wünscht sich zwei neue Spieler. Zudem soll auch noch ein Rechtsverteidiger kommen, denn da hat man ja einzig und allein Daniel Caligiuri. Warum man zwei neue Innenverteidiger braucht, ist relativ klar. Jeffrey Bruma bleibt nicht. Er wird zurückkehren zum VfL Wolfsburg und Benjamin Stamboli ist wohl unter Wagner auf der 6 eingeplant. Somit hätte man nominell nur zwei Innenverteidiger mit Matija Nastasic und Salif Sané, wobei man auch bei den beiden gar nicht weiß, wie es mit ihnen weitergehen wird. Erst einmal gucken wir mal auf ein Spiel, über den in den letzten Wochen sehr, sehr viel gesprochen wurde. Besser gesagt in den letzten Tagen. Denn das ist Sead Kolasinac. Wie gesagt, er ist weder Rechtsverteidiger noch Innenverteidiger. Trotzdem nochmal ganz kurz seine Personalie ansprechen. Denn Clemens Tönnies hat ja nun angesprochen, dass er sich eine Rückkehr von Kolasinac wünschen würde. Kolasinac passt natürlich perfekt zum FC Schalke 04. Tönnies wünscht sich ja auch nun wirklich, ja, eigentlich nur noch Spieler, die sich komplett mit Schalke identifizieren. Da passt natürlich Kolasinac sehr, sehr gut rein. Allerdings ist er nun auch bei Arsenal Stammspieler, hat sich einen Stammplatz erobert, auch in dieser Saison. Und Arsenal spielt im nächsten Jahr europäisch, was natürlich Schalke nicht bieten kann. Und was natürlich nochmal gegen einen Kauf von Kolasinac sprechen wird, ist einfach, dass er schlichtweg zu teuer ist. Mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro wird er sicherlich nicht günstiger sein als der Marktwert und selbst das kann Schalke eigentlich gar nicht stemmen. Somit kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, Sead Kolasinac wird sicherlich im Sommer nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren, wenn müsste Arsenal schon zwei neue Linksverteidiger holen, dass Kolasinac nicht mehr gebraucht wird. Gucken wir uns aber nun mal Jonjoy Kenny an, denn das ist ein Spieler, der kommen könnte. Er könnte nämlich als Backup für Caligiuri eingeplant werden. Er ist aktuell U21-Nationalspieler Englands und bei Everton, so bei seinem Stammverein, aktuell auch nicht gesetzt. Denn bislang hat er in der Premier League-Saison, die er nun auch abgelaufen ist, nur 12 Einsätze gehabt, was natürlich für so einen jungen Spieler viel zu wenig ist. Everton kann sich deswegen vorstellen, ihn auch nun zu verleihen. Und wie nun Sky Sports meldete, ist Schalke wohl auch der Favorit auf eine Ausleihe von Kenny. Es gibt zwar noch Konkurrenz von beispielsweise Crystal Palace, aber Schalke hat wohl die besten Karten. Ich finde, dass der Transfer von Jonjoy Kenny durchaus Sinn machen würde. Denn Schalke sucht ja auch Spieler, die nicht wirklich teuer sind, weil man auch gar nicht so viel Geld ausgeben möchte. Jonjoy Kenny macht da durchaus Sinn. Eine Leihe mit dann hoffentlich einer Kaufoption. Dann kann man ihn eben auch gut als Backup für Caligiuri einplanen und auch vor allen Dingen auch gucken, wie es dann weitergehen wird. Überzeugt er nicht, hat man nicht viel Geld ausgegeben, überzeugt er, kann man dann hoffentlich dann eine vereinbarte Kaufoption ziehen. Deswegen würde mir für mich auf jeden Fall ein Transfer von Jonjoy Kenny durchaus Sinn ergeben. Gucken wir nun mal auf die Innenverteidigersuche. Wie gesagt, Rechtsverteidiger hätten wir noch mit Jonjoy Kenny abgehakt. Nun suchen wir noch zwei Innenverteidiger. Und da gibt es aktuell vier viel diskutierte Namen. Wir sehen hier schon mal Marvin Friedrich, der dritte von links auf diesem Bild. Der ganz links natürlich, der dritte von rechts. Also der ganz linke hier, der ja am meisten hier am Feiern ist mit Union Berlin. Er ist wohl auf Schalke ein Kandidat. Er hat ja eine sehr, sehr starke Saison bei Union Berlin. Ja, gespielt, er zählt auch dort zu den Führungsspielern, zu den Kapitänen und Augsburg, ja, will ihn weiterverkaufen. Sie haben ihn ja nun zurückgeholt von Union Berlin, haben ihn ja damals abgegeben mit einer Rückkaufoption, nun zurückgeholt und sie wollen ihn eben etwas teurer weiterverkaufen. Marvin Friedrich hat auch schon gesagt, dass er sehr, sehr gerne bei Berlin bleiben würde und ja, die Summe liegt wohl knapp über seinem Marktwert von 2 Millionen Euro, also wahrscheinlich 2,5 bis 4 Millionen Euro werden dort nötig sein. Ist natürlich für Union Berlin durchaus schwierig zu stemmen. Er spielt ja bereits für Schalke 04, für die sicherlich auch die Ablösesumme nicht ein ganz großes Problem werden würde und er könnte dann sicherlich eine solide Alternative in der Abwehr werden. Ich weiß nicht, wie man ihn einschätzen kann, ob er wirklich schon in der Bundesliga so erfahren genug ist, dass er bei Schalke eine feste Größe werden kann. In den nächsten ein, zwei Jahren sollte er kommen, sicherlich anfangs zumindest eine solide Alternative. Gucken wir mal weiter und der nächste Name ist Ozan Çabak. Den holte ja der neue Schalker Kaderplaner im vergangenen Winter für 11 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum VfB Stuttgart. Und dieses Top-Talent Çabak wird Stuttgart wohl auch wieder verlassen. Es ist kaum vorstellbar, dass er mit in die zweite Liga gehen wird. Er hat ja eine Ausstiegsklausel nun von 15 Millionen Euro, die Michael Reschke selber verankert hat. Allerdings ist diese Summe wohl für Schalke etwas zu hoch. Also ohne Verkäufe ist Çabak für Schalke schlichtweg zu teuer. Was natürlich auch noch gegen ihn oder gegen Schalke spricht, ist, dass Top-Clubs ebenfalls an ihn interessiert sind. Real Madrid wurde ja auch schon genannt, so wirklich europäische Spitzenvereine sind an ihm dran. Ob Schalke dann dort wirkliche Chancen hat, ist natürlich die Frage. Klar ist,
kommt er nach Schalke, hat er sicherlich auch gute Chancen, dann direkt auch Stammspieler in der Bundesliga zu sein, was vielleicht auch für Schalke spricht, aber wie gesagt, verkauft Schalke keine Spieler, ist Schaback einfach auch schlichtweg zu teuer. Kommen wir nun zu seinem Mannschaftskollegen, nämlich zu Marc-Oliver Kempf, der wohl ein etwas aussichtsreicher oder ein passenderer Kandidat für den FC Schalke 04 sein könnte. Er wechselte ja im vergangenen Sommer von Freiburg zum VfB Stuttgart und hat sich auch in der Rückrunde, auch unter Markus Weinzierl ebenso wie unter Willig, einen Stammplatz erkämpft. Er ist ein Linksfuß, was natürlich auch nicht so oft vorkommt, mit auch noch einem enormen Potenzial. Also ich glaube schon, dass der, wenn er jetzt einen richtigen Transfer macht, wenn er zum richtigen Verein wechselt, auch noch für die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten ein, zwei Jahren interessant werden könnte. Sein Ausstiegsklausel liegt bei 6 Millionen Euro, die lag vorher bei 12 Millionen, nun durch den Abstieg liegt sie bei 6 Millionen Euro und somit ist er natürlich finanzierbar für den FC Schalke 04. Also Kempf wäre für mich auf jeden Fall ja ein perfekter Kandidat. Also wenn Schalke die Chance hat, ihn zu holen, würde ich auf jeden Fall zugreifen. 6 Millionen Euro sind viel Geld, aber trotzdem für einen solchen Spieler relativ überschaubar, weil man eben auch darüber nachdenken muss, er ist Linksfuß, somit könnte er dann auch in die Fußstapfen von Matija Nastasic treten, der vielleicht auch Schalke im Sommer verlassen wird, weil eben Schalke nicht europäisch spielt. Da wäre Kempf dann auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Alternative. Weiterhin Top-Kandidat für mich und sicherlich auch für euch ist auf Schalke aber einfach Kaan Ayhan. Dieser Transfer ist nun nochmal etwas wahrscheinlicher geworden, denn Ayhan hat Düsseldorf auch schon mündlich mitgeteilt, dass er eben den Verein verlassen will und auch verlassen wird. Die Ablösesumme beträgt ja überschaubare 2,5 Millionen Euro und als ja, Interessenten, die jetzt noch im Rennen sind, haben sie Schalke und Bremen wohl dann auserkoren. Ayhan wohnt ja aktuell sogar noch in Gelsenkirchen, nur ein paar hundert Meter von der Felditz Arena entfernt. Er ist ein Schalke eingewechselt. Sicherlich spricht auch das etwas für den FC Schalke 04. Schalke ist Stand jetzt wohl auch Favorit auf eine Verpflichtung von Kaan Ayhan. Er kann sich einen Wechsel zurück zum FC Schalke 04 wohl selbst sehr, sehr gut vorstellen und er könnte sicherlich auch auf Schalke so ein bisschen noch in die Rolle von Benny Hövedes reinwachsen und in den nächsten Jahren dann auch Führungsspieler und Identifikationsfigur werden. Klar ist natürlich auch, Schalke sucht vor allen Dingen auch in der Verteidigung Tempo, das bringt jetzt Ayhan im Vergleich zu anderen Kandidaten nicht zwingend mit, er ist vor allen Dingen auch ein zweikampfstarker Spieler, ein sehr, sehr starker Spieler für den Spielaufbau und das sind so Faktoren, die sicherlich für ihn sprechen. Natürlich ist dann aber auch das Tempo wichtig, auch wenn das dann sicherlich ja, zu überwinden ist. Für mich bringt Kaan Ayhan einfach das perfekte Gesamtpaket mit für den FC Schalke 04. Er bringt enormes Potenzial noch mit. Er ist ein Schalker Eigengewächs, Führungsqualitäten und eine Ablösesumme, die auf jeden Fall zu stemmen ist. Sucht man auf Schalke wirklich zwei neue Innenverteidiger, muss für mich der eine auf jeden Fall Kaan Ayhan sein. Der andere könnte durchaus Marc-Oliver Kempf sein. Deine Meinung kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.